hey, kann ich was für dich tun? Ich sag ja, geh weg. Boah, krass. Die können laufen, ohne einzuscheißen. Halt an! Mein Name ist Ficky Feuchtmann. Wie kann ich's dir besorgen? Hier, die Muffin-Jeans, wenn der Teig oben so was Bündchen kommt. Wenn du älter wirst, dein Körper verändert sich, aber nicht unbedingt zu deinen Gunsten. Oben fallen die Haare aus und wachsen an Körperstellen weiter, wo du die überhaupt nicht gebrauchen kannst. Also, ich gucke auf meine Füße, ich kann Hobbits dubeln. Leute, wenn ich mich bücke, um die Schnürsenkel zuzumachen, dann höre ich mich an wie ein Asiate. Ohne Scheiß. Ich weiß so, neulich blieb ein Chinese stehen und hat sich mit mir unterhalten, während ich die Schnürse. Ich sage, so, das wird nicht besser. Das kann ich euch sagen. Es wird nicht besser. Und ich bin ein sehr, sehr tollpatschiger Mensch. Ich bin froh, dass ich heute hier auftreten darf, denn im letzten Jahr hätte ich nicht auftreten können. Da habe ich mir nämlich den rechten Fuß lädiert. Ich sage euch mal kurz, was ist das für ein komisches Geräusch? Oh, ihr wisst, dass das kein natürliches Geräusch ist. Kein Baby kommt auf die Welt, ja, schaut sich die Mutter an und sagt, oh, oh. Den Vater vielleicht, aber nicht die Mutter. So, pass auf, pass auf. Aber ey, ich sage euch, was passierte. Ich habe im letzten Jahr für einen guten Zweck in Zürich Basketball gespielt, okay? Und da bin ich umgeknickt. Und es hat Knack gemacht. Oder in meinem Fall Kanack. Und dann habe ich... Über so einen flachen Witz lacht ihr, ohne Scheiß. Aber ich bin wieder vergeben. Yeah. Das war echt so schön. Hey, juckt uns überhaupt nicht, sei lustig. Es ist wirklich, sie ist wirklich toll, sie ist wirklich der absolute Hammer. Es gibt natürlich sehr viele Dinge, die wir sehr gerne zusammen machen, sagt sie. Ihr seid sehr aufmerksam, hört auf damit. Also, wir lieben das zum Beispiel, zusammen in die Stadt zu gehen. Das ist wirklich toll. Ich weiß noch, als wir das erste Mal in der Stadt waren, da waren wir so ganz frisch zusammen und da hatte ich noch 116 Kilo. 116 Kilo. Da war ich so in einem Modus, wo ich dachte so, ich möchte mich nicht vor ihr ausziehen. Also, ich habe immer auf der Bühne gesagt, meine Titten, aber ich bin nicht so einer, okay? Und ich habe mir halt so überlegt, pass auf, ich werde mir einfach nichts kaufen, nichts anprobieren. Dafür kaufe ich ihr sehr viele Sachen. Win-win, alles perfekt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind gerade frisch zusammen. Wir waren in der Stadt zusammen und ich sehe ein T-Shirt, das mir gefällt. Ich, Depp, heb es hoch. Der Verkäufer riecht das, kommt zu mir so, hey, kann ich was für dich tun? Ich sage, ja, geh weg. Und ich so, nein, ich bitte. Also, und er so, komm, dir gefällt doch das T-Shirt. Ich so, ja, 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 und welche Größe brauchst du? Und dann gucke ich ihn an, so, ja, ich hätte das gerne in L. Ey, da guckt der Assi mich an. Ja, und ich wäre gern Pilot. Ist für uns beide dumm gelaufen. Ja, ist total schade. Ja, kannst du nichts machen. Aber das Geile ist, Leute, wir sind dann Hand in Hand, sind wir durch die Stadt gelaufen. Kennt ihr das, wenn man so im Sommer Hand in Hand, das liebt man doch, oder? Wenn man so Hand in Hand, wenn das so anfängt rumzuschwitzen, Alter, ich kotze in mein... Weißt du, du hast das Gefühl, Thaddäus von SpongeBob ist hinterher so... Das ist so ekelhaft. Du bist so, hey, findest du das auch toll? Natürlich finde ich das toll. Flatsch, das ist Liebe, der Fleck hier im Sommer, ja? Und mein Lieblingssticker ist ein Spiegelei mit einem Smiley und dann ist da noch ein Spiegelei mit einem Smiley und dann verlaufen die beiden Eigelbe zusammen zu einem Herzen. Ja, das ist so süß, da könnte ich heulen. Mein 20-jähriges Ich wird mir ins Gesicht spucken. Und mein Gesicht wird sagen, macht mir gar nichts, danke. Ich habe immer gedacht, man ist ja erwachsen, auch weil mein Vater in meinem Alter war, als er mein Vater wurde. Deswegen habe ich gedacht, ja gut, also mit 38 bin ich ja spätestens dann erwachsen. Ja, so, und, ne, weil so die Eltern sind ja immer so die ersten Erwachsenen, die man kennenlernt, ne, wenn es gut läuft. So. Muss man sagen. So, ne, und da muss man aber auch dazu sagen, jetzt, wenn man klein ist und sich dieses Urteil bildet, ne, und sich seine Eltern anguckt, da ist man ja, da hat man ja sehr niedrige Maßstäbe, ne? Ja, natürlich, man ist so 3, guckt sich seine Eltern an und denkt sich, boah, krass. Die können laufen, ohne einzuscheißen. Das sind Karrieretypen, da würde ich gerne mal hinkommen. Hi, welcome to McDonald's. What's your choice? Yes, my name is Ralph. Okay. Yes, I would like to order some food. Makes sense. Yes, please. I would like to have a Big Mac menu. Okay. Yes. Was heißt Gurke? Ich weiß auch nicht, was Gurke. Okay. Yes. No Gurke, please. Sorry. Weiß nicht, Gurke. Scheiße. Was könnte denn noch eine große Gurke sein? Just a second. Was könnte denn noch eine große... Oh, warte. Bei uns
wenn jemand eine große Nase hat, der hat eine große Gurke. Vielleicht sagt man das in Amerika ja auch. Hello, listen, I have a big nose. Yes? So I want my burger without the big green nose. What? Was könnte noch eine große Gurke? Doch, ich versuche mal. Doch. I want my burger, please, without a big dick, please. I am crazy man, I call the police. Yeah. No, no. No, it was a joke. I didn't want a dick, Mac. I take it with the nose. Anything else? Yes, please. My girlfriend wants this special signature menu with an Erdbeer shake, a strawberry shake. A milkshake? Yes. But she has a problem. She has a lactose intolerance. Und ich bin also sonntags auf dem Weg zu meinen Eltern und sah schon die schwarzen Rauchschwaden aufsteigen. Richtig dichter Rauch und ich dachte nur, lieber Gott, lass es nicht mein Vater sein. Ne? Aber mittlerweile haben wir gelernt, Gott kann nicht überall sein. Vögel saßen am Straßenrand, ne? Keiner mehr am Himmel. Und ich komme so die Einfahrt reingefahren. Mein Vater steht da so mit sich zufrieden. So ein Haufen Reifen. Hat so ein Baileys in der Hand, Kaffee war alle. Und ich dann hin und war auch so ein bisschen sauer. Ich sag, Papa, ganz ehrlich, das geht nicht. Ja, sagt er, ich weiß, ich musste Nitro nehmen, jetzt geht's. Ich sag, ich meine das doch nicht, weil Gummi schlecht brennt. Ne? Aber da sieht man mal die Unterschiedlichkeit. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Generationen denken. Und das sorgt natürlich für Irritation. Ich sag, Papa, das geht nicht. Du musst, das ist Sondermüll. Du musst beim Amt so eine Karte ausfüllen, dann holen die das ab. Ja, kostet aber Geld. Ich sag, ja, aber Sondermüll, ne? Die holen das dann ab. Aha. Ja, was machen die damit? Ich sag, ja, die ich weiß es nicht. Keine Ahnung, irgendwas machen sie damit. Aber jetzt sei doch nicht so obervorwitzig. Ne? So ist mein Vater dann. Versteht mich nicht falsch, aber bevor ich mit einer deutschen Frau zusammengekommen bin, dachte ich, es wird unkompliziert. Lasst mich aus. Hast du eine dreckige Lache? Ja. Ist wirklich so, weil, lasst mich ausreden, deutsche Frauen weniger Temperament haben als türkische Frauen. Es hat sich herausgestellt, ich habe mich geirrt. Digga, deutsche Frauen rasieren die Klöten von allen Seiten, Alter. Meine Frau hat zu viel Temperament, Digga. Im Straßenverkehr, die wird immer aggressiv. Ich verstehe nicht mal, warum. Sie hat nicht mal einen Führerschein, Alter. So, 1,60 groß, schaut kaum übers Armaturenbrett und pöbelt einfach jeden an, so. Ihre Haltung ist so klein, Napoleon fickt ganz Europa, Alter. Letztens auch wieder, wir haben in Berlin 10 Minuten Parkplatz gesucht. Ich habe keinen gefunden, dann habe ich einen gefunden, wollte rückwärts reinfahren. Kommt ein Assi, fährt mit voller Geschwindigkeit rückwärts rein. Ich so, scheiß drauf, fahr weiter, bleib positiv, du hast gleich die Show. Meine Frau wie aus dem Nichts. Halt an! Und dann rennt sie aus dem Auto, springt vor sein Auto und schreit, dein Benehmen ist total asozial, ich spreche dir dein Rückgrat, du Lappen! Ich schwör's, im ersten Moment wollte ich dazwischen gehen, im nächsten dachte ich mir, nein, Mann, ich möchte echt sehen, wie das weitergeht. Und dann legt sie noch eins drauf, sie tritt gegen die Stoßstange und schreit, komm doch raus, du Pussy! Und ich schwör dir bei Gott, der Typ kriegt Angst und fährt einfach davon. Meine Frau steigt ins Auto wie der heftigste Mafia-Boss, als hätte sie gerade 10 Feinde abgeschlachtet, schaut auf ihre Fingernägel und sagt, Schatz, ich hab das geklärt, du kannst reinfahren. Nein, ich könnte schon was machen. Ich habe es jetzt auch gemerkt. Ne? Also auch Bikini-Figur ist ja gerade wieder für uns Frauen Thema. Und ich hatte den gestern noch mal an, aber man hat ihn nicht mehr gesehen. Und, Spaß, nein. Aber die Hose ist jetzt schon ein bisschen eng. Das habe ich auch selber heute noch gedacht, weil das war ursprünglich mal eine Boyfriend-Cut. Jetzt geht sie als Röhre durch, aber hey, cool. Ne? Aber für eine Muffin-Jeans sitzt sie ja noch ganz gut, ne? Kennst du die Muffin-Jeans hier vorne? Du mit der Brille, der Mann? Geil. Du bist auch so ein Mitgebrachter, oder? Kennst du die Muffin-Jeans? Natürlich nicht. Kennst du nicht? Wie heißt du? Manni. Manni? Hier, die Muffin-Jeans, wenn der Teig oben so übers Bündchen kommt. Geil. Geil. Er hat die Augen zugemacht, so nach dem Motto, nee, wenn es dann sehe ich nicht, dann ist es nicht da. Geil, bei dir ist die Brille beschlagen. Irgendeine Frau hat mir geschrieben auf Instagram heute, dass sie sich extra weit vorne hinsetzen will, um zu gucken, ob ich diese Schlankmachunterwäsche anhabe. Diese Spanx, kennt ihr, ne? Spanx, Männer, diese Gummiteile. Wenn du einen Furz lässt, hast du auf dem Rücken Blasen. Siehst du aus wie eine Lavalampe. Kennt ihr, ne? Kennt ihr.
Ey, würde ich doch nie anziehen. Seid ihr irre? Da einmal so ein Teil an, der Mann, der mir versucht hat, das auszuziehen, dem fehlt jetzt ein Auge. Weil, liebe Frauen, ich will euch damit sagen, wir haben alle zu Hause diese eine Jeans, von der wir glauben, dass die irgendwann noch mal passt. Der war schon immer so. Schon mit 18, weiß ich noch, bin ich ihn besuchen gegangen, hat er telefoniert, hat er aufgelegt, habe ich ihn gefragt, wer war das? Sagt er, das war meine Freundin. Sag ich, was will die? Die will das erste Mal mit mir schlafen. Habe ich Glückwunsch gesagt. Am nächsten Tag bin ich ihn wieder besuchen gegangen und ihr müsst wissen, Hassan wohnt direkt überm Fahrradkeller mit seiner Mutter, okay? Und nur seine Mutter macht mir die Tür auf und irgendwann höre ich so, als würde einer applaudieren. Seine Mutter fragt mich, Toni, was ist das? Ich sag, das sind die Ratten. Sagt die, nein, wir müssen runter in den Fahrradkeller gucken gehen, was das ist. Ne, das könnte der Trockner sein. Und als guter Freund gehst du ja vor, um deinen Kumpel zu beschützen. Und ich gucke im Fahrradkeller und ich sehe nur so einen Arsch. Der sich so vor und zurück bewegt. Und Hassan sieht seine Mutter hinter mir und drückt eine Silhouette hinten ins Dunkle. Und Hassan redet mit seiner Mutter. Hassans Mutter stellt ihn zur Rede und sagt, Hassan, ich weiß genau, was du da tust. Und der so, nein, Mama, du weißt nicht. Doch, ich weiß genau, was du da tust. Nein, du weißt nicht. Doch, du rauchst. Ja. Das war. Nee, mir ist das unangenehm, aber wie gesagt, den Frauen ist das nicht peinlich, das ist so geil. Ne, bei uns, ja, die bestellen das, da kommt das von Eis.de, kommt das nach Hause. Das ist so groß erstmal, wo du denkst, das ist doch schon nicht realistisch. Ne? Und dann ist die KI eingebaut, die stellt dann auf, dann wischt das erstmal nass durch. Ja? Dann rollt das Ding in den Garten, ne, trimmt die Rasenkante, guckt im Kühlschrank nach, ob genug Bier da ist, bestellt automatisch im Internet nach. Die kann alle, das Ding ranzt sich an die Frau noch so ran als Lustartikel, ne, dimmt das Licht runter. Und sie, oh, das ist aber ein schönes Licht. Und er so, der kann ja sprechen, sagt, hallo, mein Name ist Ficky Feuchtmann, wie kann ich es dir besorgen? Lach nicht so blöd, es ist an. Die drehen sich, die bewegen sich, die haben mehrere Ausstülpungen, das hat meiner alles überhaupt nicht. Das kann, ja, die haben einen Leuchtstreifen, den kannst du bei einer Autopanne rausstellen. Das ist doch unlauterer Wettbewerb ist das. Die brummen ja auch nicht nur einfach, dass sie auch so, ne, machen die nicht. Die haben Brummprogramme, die stellst du ein, dann geht das los. Ja, die Mädels sitzen schon. Hör auf, wir kommen gleich. Ja, man ist doch. Hammer. Du gehst ja davon aus, du gehst da hin und dann Menopause. Ja. Ach so, für alle hier im Raum und auch zu Hause, die jetzt keine Gebärmutter haben, sondern einen Gebärvater, muss man das vielleicht erklären. Die Menopause ist ein Phänomen, das setzt bei Frauen eines gewissen Alters ein und da setzen die Blutungen für ein Jahr lang erstmal aus. Wie soll ich es besser erklären? Du guckst so komisch. Die Maler im Keller machen ein Sabbatical. Männer kommen ja auch in die Wechseljahre. Wie heißt das bei Männern? Midlife Crisis, zweiter Frühling. Hatten wir eben auch schon welche auf der Bühne, habe ich genau gesehen. Ha? Sind noch welche da? Ja, komm, lass uns offen sprechen. Ich habe Basketball gespielt. Zweiter Frühling und das sind die Männer. Kennt ihr diese Männer? Ich liebe diese Männer. Das sind die Männer, die so schon älter sind. Da kaufen sie so Ledersachen und fahren die ganz schlecht mit der Harley durch die Stadt, weil die denken, die wären Rocker. Ne? Oder kennt ihr die Männer, die mit so einem leichten Schmerbauch, so mit Mitte, Ende 40, entdecken die, oh, ich bin sportlich. Ja? Und dann kaufen die sich ein Rennrad. Die kaufen sich immer ein Rennrad, oder? Und kennt ihr denn diese Männer, die auf dem Rennrad sitzen mit dem Schmerbauch und diesen ganz engen Bohrradartigen Anzug? Mit so einer 10er-Lady im Schritt eingenäht? Die brauchst du. Habt ihr mal so einen Rennradsattel gesehen? Da ist alles kaputt, wenn du da keine. Da musst du alles kaputt. Ja? Und dann fahren. Und was ich nicht verstehe, die kaufen sich das Rennrad, weil ich mag das, ich finde das schön. Und dann kaufen sie das. Die kaufen das Rennrad aber mit der Klickpedale, wo die den Fuß gar nicht selber schnell genug rauskriegen, wenn die Ampel rot wird. Ja? Kennt ihr das? Und dann stehst du. Ich stehe ja, wenn ich am Wochenende, wenn ich nicht arbeiten muss, sitze ich immer mit dem Klappstuhl an der Kreuzung und gucke, ob Männer kommen. Die fahren ja, und du siehst die Männer mit der Klickpedale und du merkst, der Fuß, die kriegen den Fuß. Und die Ampel wird rot und die fahren 300 Meter. Zwar die, so oft panisch auf diese Ampel zu. Bei rot, bam! Lothar Matthäus sucht eine neue Frau. Hier vorne, du bist genau der Typ für Lothar Matthäus. Muss ich ganz ehrlich sagen, du siehst wirklich genauso aus wie die zukünftige Frau Ex-Lothar Matthäus. Kommst du aus Osteuropa, wird deine Chancen noch vergrößern. Aber Lothar Matthäus hat ja gesagt, er sucht seine nächste Frau mit der 3G-Regel. Ihm sind wichtig das Gewicht, das Gesicht und der Charakter. Und ich liebe Lothar. Lothar ist 5-mal verheiratet, man nennt ihn schon den Herr der Ringe. Oh.
Es ist doch der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn. Also ich drücke unserer Nationalmannschaft die Daumen und ich hoffe, dass die Bundesliga im nächsten Jahr wieder genauso spannend wird wie im vergangenen Jahr. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Welt spielt ein Stück weit verrückt, oder? Seht ihr das auch so? Es ist doch der Wahnsinn. Guck mal, Jugendliche zeigen sich heute auf dem Schulhof gegenseitig ihre Social-Media-Kanäle. Hä? Als ich in der 10. Klasse war, hat die Antje mit der Turnhalle ganz was anderes gezeigt. Wir hatten damals kein TikTok. Wir hatten noch Knickknack. Du musst doch einem Jugendlichen von heute erklären, der BH bei einer Frau geht nicht auf durch nach rechts wischen.